Hier sehen wir mal beide Beleuchtungen im Vergleich. Ich drehe sie mal so richtig rum. Hier sieht man also, sind die Löcher für die Bohrung. Und jetzt ist ganz wichtig, dass wir Ground und UB richtig rum anschließen. Ich habe hier, wenn ich jetzt hier runter gucke, kann ich es noch erkennen, Ground auf der Seite und UB auf der Seite. Und natürlich muss UB auf UB und Ground auf Ground, sonst leuchtet das Ganze nicht. Also unten vor allen Dingen dann nicht. So, dann legen wir hier diese Leiterplatte hier schön drauf. So sollte dann das Ganze aussehen. Wir sollten hier nicht allzu hoch kommen, denn wir können ja mal das Gehäuse gegenhalten. Ich lege das mal so hin. Das Gehäuse liegt ja hier auf. Und dann kann man ungefähr abschätzen, dass diese Leiterplatte dann auch nicht hier wirklich mehr Platz hat. Und das ist dann halt eben das Problem. Dementsprechend kann man da sicherlich mit einem Millimeter variieren, aber viel Platz haben wir dort ehrlich gesagt nicht. Was wir jetzt machen, ist die obere Leiterplatte erstmal mit der unteren Leiterplatte hier verbinden, indem wir das einfach erstmal zusammenlöten. Dann haben wir hier schon mal eine Einheit und können dann auch das Ganze abknipsen. Ist natürlich logischerweise noch warm. Entsprechend ja, bin ich da etwas vorsichtig an der Stelle. So sieht das Ganze dann im Profil aus. Jetzt fragt man sich natürlich zu Recht, hier ist ja ein Spalt, wie wird dieser überbrückt? Und das ist ganz einfach mit einer Messingschraube, die dann auch verlötet werden kann. Die stecken wir nämlich einfach hier drauf und verlöten die auch. Wir müssen die allerdings von der Seite hier verlöten, an der Leiterplatte und auch mit der Aderenthülse. Es reicht nicht, wenn das eingesteckt ist. Das hat keine dauerhafte Verbindung. So viel sei schon mal vorhergesagt. Das heißt, wir tragen jetzt erstmal ja hier Lötzinn auf. Und wir müssen uns natürlich, weil das Ganze auch wieder sich überträgt auf den Kunststoff, natürlich auch wieder beeilen. Die Praktikabilität, das ist mir natürlich bewusst, ist natürlich bei den Modellen ja nicht so einfach wie bei den alten. Das muss man einfach sagen. Das ist einfach an der Stelle leider jetzt so. Und wir tragen natürlich hier Lötzinn auf. Und gucken, dass wir an die Schraube rankommen. Oder wir machen das, ja, das wäre vielleicht sogar noch sinniger, von oben warm. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Von oben warm machen die Schraube heiß und fügen hier unten Lötzinn hinzu. Und ich hoffe, dass das jetzt mehr. Nicht ganz. Sollte geklappt haben.
Jetzt müssen wir erstmal richtig pusten. Das Ganze kalt werden lassen an der Stelle. Ja, das Schnitt, 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 Schnitt an der Stelle. Das Ganze ist jetzt abgekühlt. Ich guck mal die Hülse hier. Man hört das also, das Piepen. Das hat eine dauerhafte Verbindung. Wenn es mal zu Problemen kommen sollte, dann wird das hier die Achillesferse sein. Das hier in diesem Spalt, ich kann es kaum zeigen. Ich zoome mal mit der ran, mit der Kamera, so weit wie ich kann. Ja, jetzt kann man das, denke ich, ganz gut sehen. In diesem Spalt, hier oben an der Aderendhülse und der Schraube, da muss Lötzinn rein. Laufen und das muss eine unzertrennliche Einheit sein. Die Schraube plus die Aderendhülse. Was ich jetzt versucht hatte, die hier zu erwärmen und dann hier das Lötzinn aufzutragen, dass es quasi von hier reinläuft. Das ist nur zum Teil gelungen. Ich sehe aber hier an dem Kraken, dass wir hier ja, in meinem Falle jetzt auch was reingelaufen ist. Und das ergibt dann die stabile Verbindung an der Stelle. Ja, wir wiederholen das natürlich auch auf der anderen Seite. Nehmen uns die Schraube, stecken die dann einfach hier rein. Machen erst also den Schraubenkopf warm. Man könnte jetzt auch von oben hier rein, geht das? Hier so zwischendurch, ja. Sieht auch gut aus. Wäre also auch nochmal eine Alternative. Jetzt habe ich natürlich nur hier oben nichts an der Platine dran, wo es Kontakt sich bildet oder Kontakt bilden sollte. Ja, ich denke, das können wir sogar jetzt schon so lassen. Auch jetzt ist wichtig pusten, Wärme ja, abführen im Endeffekt von den empfindlichen Teilen. Ich prüfe mal auch hier, aber ich denke von der Hülse hier zu da haben wir auch 1A Kontakt. Wie gesagt, wenn das mit der Zeit aufgehen sollte, ist das hier diese Verbindung das eigentliche Problem. Ja, dann würde ich sagen, an der Stelle gucken wir jetzt einmal, ob das Chassis sich montieren lässt, weil wir hier von der Höhe drüber sind. Und wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir hier noch niedriger kommen. Dann muss die Leiterplatte wirklich aufliegen. Dann müssen wir hier das Ganze noch mal ein bisschen runtersetzen. Ich hoffe natürlich nicht, dass es so schlimm sein wird und dass es sich so direkt montieren lässt. Ah, was ich jetzt sehe, es ließe sich montieren, aber es beult sich hier unten durch. Warum ist das so? Ach, ich sehe was. Das sind ja hier noch die Stege. Die knipsen wir auch mal weg. So einen Millimeter. Wäre natürlich besser vorher gemacht. Aber die brauchen wir ja gar nicht als Halterung. Dann beult sich der Boden nicht so durch. So, jetzt ist das auf jeden Fall schon mal besser. Irgendwo stößt er an.
Man kann das hier ganz gut sehen. Da fehlt ein Millimeter, dass er einrastet. Oder aber ich kann ihn drehen und er hat andere Rastpunkte. Das wäre ja auch noch denkbar. Nee, die Leiterplatte muss... Ja. Jetzt ist er quasi schon eingerastet. Oder eben auch nicht. Oh, nicht ganz. Oder aber, das will ich nicht hoffen, dass wir hier oben, aber kann ich mir persönlich nicht vorstellen, dass wir hier mit den Schraubenköpfen zu hoch sind. Dafür erwärmen wir das Ganze jetzt einmal. Drücken die ganze Geschichte einmal runter. Ich denke, das konnte man jetzt einigermaßen sehen oder hoffe, dass was passiert ist. Wir haben den Schraubenkopf jetzt einmal runtergedrückt. Das gleiche hier erwärmen wir von oben und drücken einfach die Schraube in die Hülse weiter rein, dass das also so warm wird. Ja, jetzt. Ich habe so das Gefühl, dass das bei den Drehgestellen das Problem ist, dass das zwar jetzt wie so eine leicht gebogene Banane, tut aber der Leiterplatte jetzt auch nicht einen großen Abbruch. Jetzt müssen wir mal warten und gucken. Ah, jetzt sehe ich schon, na. Eieiei. Ja. Wir probieren das mal draufzusetzen. Ah, okay. Jetzt habe ich ihn zubekommen. Ja, perfekt. Also es war gar nicht die Schraube. Cool. Und sie sitzt. So. Richtig cool. Freut mich. Freut mich wirklich. Sie sitzt und es ist perfekt. Alles funktioniert. Jetzt haben wir natürlich noch nicht den Goldcap-Kondensator angelötet, aber das zeige ich dann gleich. Ich bin erstmal froh. Hier muss man, das habe ich jetzt erstmal gerade verstanden, deswegen habe ich da so ein bisschen lange gebraucht. Ich erkläre das mal. Da sind zwei Nasen. Das eine muss man ja reinstülpen. Das ist also ein bisschen komplizierter, dass das richtig schön gehalten wird.
Also man muss das hier auf jeden Fall weiten. Ich konnte denke, dass man das hier sehen konnte. Aber ich erkläre das gleich nochmal. Das ist ja jetzt nur eben der kurze Test. Ich bereite das mal eben einmal vor, ob das schon leuchtet.